Hallo zusammen, es ist wieder Jobhopper-Time und meine neue Station heißt Euskirchen und zwar genau der Kreis Euskirchen. Ich bin gleich mit Regine und Nikos verabredet, die beiden sind Notfallsanitäter. Wie sieht so ein Tag aus? Was sind die Besonderheiten? Wie kann man sich auf einen Notfall vorbereiten? Ist das überhaupt möglich? Das werden uns die beiden gleich erzählen. Viel Spaß! Hallo Regine. Hallo Nikos. Schönen guten Morgen, hi. Wie geht's euch? Alles gut? Ja. Super, ja. Ich habe Sie gerade angesprochen, das sind unsere beiden Notfallsanitäter und noch sind wir nicht im Notfall, aber das kann jede Sekunde passieren, ne? Genau, so sieht's aus. Das heißt, irgendwer alarmiert euch. Wie sieht's aus dann genau? Wie läuft das ab? Ja, normalerweise, wenn wir dann in Montur sind, der Einsatz beginnt, klingelt es irgendwo, der Melder klingelt, der Wachalarm geht los und dann geht's raus aufs Auto und raus auf die Straße. Und dann wisst ihr nicht genau, was auf euch wartet. Ihr müsst euch ja die Informationen wahrscheinlich über diesen Notruf reinholen und dann habt ihr schon so ein bisschen ein Bild vor Augen, oder? Genau, die Leitstelle macht ja eine Abfrage und wir bekommen dann eine Mitteilung drinnen auf den Wachcomputer und wir haben auch im Fahrzeug auf dem Navigationsgerät eine Textmeldung, die wir da erhalten und da steht ein Einsatzstichwort drin und das ergibt sich halt aus der Abfrage durch die Leitstelle und dann kann man sich halt grob was darunter vorstellen. Aber was jetzt im Endeffekt wirklich ist, das sieht man halt dann, wenn man da ist. Es ist nicht immer so, dass die Notfallmeldung mit dem tatsächlichen Einsatzbild übereinstimmt. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, naja, wie Notfallsanitäter sehen die zwei auch nicht aus und der Jobhopper auch nicht, aber das werden wir jetzt mal ändern. Ja, wir haben uns mittlerweile umgezogen. Auch ich habe eine Einsatzjacke abbekommen. Vielen Dank. Nikos, wo sind wir jetzt hier gerade? Erzähl. Jetzt sind wir in der neuen Wache im Aufenthaltsbereich. Hier beginnt alles von der Übergabe morgens bis übers Kochen. Alles, was so die sozialen Aktivitäten im Dienstalltag sind. Wie wird man Notfallsanitäter? Wie kommt man dahin, wo ihr jetzt seid? Für den Notfallsanitäter muss man eine 3-jährige Ausbildung machen. Das ist eine Mischung aus Schule, aus Praktika im Krankenhaus und auf der Rettungswache. Die Auszubildenden fahren als dritte Person auf dem Rettungswagen mit. Zwischendurch auch Schichten als zweite. Das kommt aber erst gegen Ende der Ausbildung. Und im Krankenhaus werden sämtliche Bereiche abgearbeitet, wie Station, wie Notaufnahme, Intensivstation oder auch der OP-Bereich, speziell da auch die Anästhesie, dass einfach dort die Skills gelernt werden, Umgang mit Patienten und im schulischen Teil ist natürlich das Wissen, was erlernt wird, das theoretische Wissen. Und wir haben das eben von Nikos schon gehört, ein Notfall kommt von jetzt auf gleich, ist nicht planbar. Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst. Ja, wo sind Sie denn? Wo denn da? Ja, was ist denn passiert da? Ein Fahrradfahrer gestürzt. Ist der allein verunfallt? Ist er einfach nur umgefallen? Ja, okay. Ja, ist der angefahren worden? Ist die Person ansprechbar? Versuchen Sie mal die Person. Ja, okay. Ja, okay. Ist die am Bluten? Am Kopf, okay. Können Sie mit der reden? Okay. Okay, alles klar. Also die ist zusammen, also umgefallen. Haben Sie das gesehen? Okay, die liegt auf der Straße, ja? Okay, dann passen Sie auf. Dann gucken Sie mal, hören Sie mal zu. Dann gucken Sie bitte zuerst mal, dass da kein Auto reinfährt. Können Sie das irgendwie absichern, dass da nicht noch ein Auto drüber fährt über die Person, ja? Ich schicke die Kollegen raus, die kommen, die sind in ein paar Minuten bei Ihnen, ja? Okay, ich schicke Ihnen einen Rettungswagen, genau, dann kommt der Telenotarzt direkt mit, ja? Okay, alles klar. Wenn sich was verändern sollte oder Sie nicht zurechtkommen, melden Sie sich bitte nochmal über den Notruf. Ja, wir kommen, okay? Jo, bis später, tschüss. RTW Innenstadt, Einsatz für RTW 2, ich wiederhole. RTW Innenstadt, Einsatz für RTW 2, Ende der Durchsage. Thank you.
Ja, wir haben jetzt folgende Szenarien erlebt. Ihr wurdet alarmiert, es kam ein Notruf rein. Wir haben gesehen, dass ihr eine verunfallte Fahrradfahrerin quasi ja medizinisch versorgt habt. Genau. Jetzt sind wir hier bei euch im Rettungswagen und auf eurem Rettungswagen steht Telenotarzt drauf. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so oft gehört. Nikos, was ist das genau? Ja, das Prinzip des Telenotarztes ist relativ einfach erklärt. Die Ressource der Notärzte, also der physisch kommenden Notärzte, ist relativ schnell erschöpft. Und um das zu umgehen oder zu kompensieren, hat man sich überlegt, wie können wir das machen? Und zwar in Form von einem Telenotarzt. Heißt, hier sind technische Komponenten verbaut, sodass ein zugeschalteter Notarzt, der in einer Leitstelle bei uns in dem Fall in Aachen sitzt, sich dazuschalten kann, über das EKG oder den Monitor alle Vitalparameter des Patienten bekommt, die live ansehen kann. Da oben im RTW, wenn du guckst, ist noch eine Kamera. Also er kann sich auch live ein Bild vom Patienten verschaffen. Und dann macht man das letztlich praktisch ganz normal wie mit dem physischen Notarzt auch. Man macht als Notfallsanitäter dem eine Übergabe mit den Werten, die man erhoben hat, mit der Verdachtsdiagnose, die man hat und mit den therapeutischen Maßnahmen, die man sich schon mal überlegt hat. Dann genau bespricht man das mit dem und dann gibt er seine Freigabe oder auch nicht. Man macht sich einen Plan, was man machen möchte, um dem Patienten zu helfen. Das heißt, ihr werdet virtuell unterstützt von einem Arzt, der nicht bei euch im Wagen sitzt. Genau, der sitzt kilometerweit weg in einer warm behüteten Zentrale und kann von da aus alles sehen, alles einsehen, alles überprüfen und mit uns zusammen den Patienten therapieren. Also der Telenotarzt ist auch hier auf diesem Wagen verbaut, auf dem Wagen, wo Regine und Nikos unterwegs sind. Ja, das war ein Arbeitstag mit den beiden Notfallsanitätern Regine und Nikos, die im Rettungsdienst für den Kreis Euskirchen unterwegs sind. Ihr seid seit über 10 Jahren im Dienst. Warum macht ihr den Job so gerne? Man braucht wahrscheinlich ein dickes Fell, aber trotzdem habt ihr eine Motivation zu sagen, das ist mein absoluter Lieblingsjob. Ja, das ist richtig. Es ist halt jeden Tag was Neues. Also man kommt morgens zur Arbeit, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Diese Abwechslung, diese Spannung, das ist... Ja, es ist halt nicht wie in einem Bürojob, wo man jeden Tag irgendwie das Gleiche hat. Und dann natürlich, wenn man zu den Patienten kommt und denen hilft und dann im Gesicht sieht, wie glücklich die sind, dass sie Hilfe bekommen haben, das ist ein schönes Gefühl. Ich glaube, ein besseres Schlusswort und mehr Liebe für seinen Job kann man gar nicht haben. Vielen Dank und mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke sehr. Danke.